So, Luke ist wieder back in business. Okay, diese Begrüßungen werden immer peinlicher. Und ich habe es geschafft. Hier kommen wir durch. Wir müssen. Kommt! Gut. Ich überskippe. Ich skippe die. Skippe die. Oh nee, geht es noch weiter? Ich dachte, es hört auf. Aber es geht noch weiter. Och man, ich. Hab schon einen Teil. Eine Gabelung. Den zum Schatz natürlich. Den kennen wir aber leider nicht. Wir müssen die Wege wohl ausprobieren. Hauptsache, wir verlaufen uns nicht. Ach der. Was ist das denn für eine Asi-Gesellschaft hier? Sperren die alle Türen zu. Oh, die hüpfen hier überall. Hüpfen! Aua. Helft ihr auch mal? Ich werd hier von Skeletten fällt. Nimm das! Okay. Nur keine Panik! Ich regel das! Keine Panik! Hallo! Ja, moin. Geil. Eine Mega-Phoenix brauch ich. Hab ich eine normale Phoenix? Da oben war die doch. Da, Phoenix-Feder. Ja, geil. Jetzt muss ich extra eine Phoenix-Feder für die Scheiße ausgeben. Los! Mach, dass ihr wegkommt! Ach, die Idioten, die sind gar nicht in dem Raum. Das war natürlich das Ich hab doch Viereck gedrückt. Was ist das für eine Scheiße? Also, ich verstehe das nicht. Ich drücke X und trotzdem auf X. So. Hat sich ganz schön hingezogen. Du sagst es. Dann weiter. Ah, noch so eine Passage. Bin ich wieder alleine? Ja. Scheiße. Ich glaube, ich nehme erstmal hier den großen. Die Schleime. Die sind nicht so schlimm. Ich hab doch geblockt. Komm. En garde. Ach, das ist doch alles hier eine lächerliche Scheiße. Ich habe ihn gerade noch unterbrochen, aber leider noch mitgetroffen. Komm. Verdammt. Digga. Also es geht dir wirklich auf den Sack. Ey. Ey, fick dich doch jetzt mal. Reicht doch. So, ist der Wasser jetzt auch mal weg.
Ey, Dicker! Ich kann das nicht mehr. Komm jetzt. Los! Mach, dass ihr wegkommt! Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. Oh, es war ja auch ein harter Kampf. Jesus, geht noch weiter. Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Oh, das war sicherlich. Ich greife von hinten an. Ich mach keines Wort. Ich könnte Zeus zerretten. Aber das sollte ich vielleicht beim Bosskampf machen. Haben uns wohl etwas übernommen. Das sieht nicht gut aus für uns. Ignis, los! Ignis, ein bisschen markieren bitte. Wie sieht er denn hin? Ignis! Bereit? Los, Schnock! Verstanden! Okay! Eine Etappe noch. Das wird ja echt immer schlimmer. Ja, du sagst es, Prompto. Eine Etappe noch, Jungs. Oder doch nicht. Na, zum Glück. Ist jetzt hier jetzt endlich der Bosskampf? Das sieht auf jeden Fall so aus. Ja. Ich habe jetzt Zeus. Vielleicht ist es so magisch und ist so er direkt down. Viel Platz für ein Riesenmonster! Da oben ist er. Auf geht's! Okay. Ja. Wow. Sieht noch ordentlich Ärger aus, Leute. Alter! Oh. Gegner nicht beikommt. Hilfe! Zeus, ich brauche dich sofort. Ich muss eigentlich nur hier lang. Oder? Da liegt es doch. Gib mir es. Ich darf es nicht aufsammeln. Aber ich kann nicht mal Zeus beschwören. Überhaupt angreifen, der ist komplett elektrisiert. Nee, da kommt doch diese Gottesmusik. Oh, verpiss dich! Nächstes Mal in den Schwanz hineinschießen. Ey, warum immer auf mich? Alter. Aua.
Nehmen wir mal einen Super Elixier, vielleicht bringt er was mehr. Und da jetzt hier. Wieso auf mich, du? Oh nee, Digga. Wo ist Zeus, wenn man mal ihn braucht? Hey, alles klar bei dir? Ja, ich komm klar. Okay, ich hab drei Balken für Araneas Angriff. Bitte treff, bitte treffe. Hat sie? Beobachte die Bewegung. Ich glaube, sie hat getroffen. Ja, ja, ja. Und sei vor allem gut. Überlass es mir! Bereit! Araneer! Wird gemacht. Schöner Überraschungsangriff. Ja. Okay. Weg da, weg da, weg da, weg da! Unmöglich. Fuck, ich muss es mal. Mich auch. Ignis ist tot. Scheiße. Ignis. Hier. Hä? Wir haben es geschafft. Hier war was. Okay. Krass. Und das Erz haben wir. Ich denke, wir sind hier fertig. Araneer? Ja? Du meintest, das Imperium macht sicher zu Waffen, oder? Die Magitek-Infanterie ist euch ein Begriff, oder? Klar. Die Blecheimer sind bei der Erforschung von Sichern entstanden. Von Sichern? Das Imperium spielt mit ganz dunklen Mächten. Pass bloß auf, Prinz. Ach, entschuldige, König. Hm. Okay, interessant. Es war eine Tuge dort unten. Aber wir haben es überlebt. Zum Glück auch eine Gefährtin gehabt. Ich würde gerne, dass sie wieder mitkommt, aber ich glaube nicht. Frischluft! Na dann, trennen sich hier unsere Wege. Ihr habt schon genug Feinde. Also seht in mir lieber eine Art Verbündete. Ich weiß nicht, auf wessen Seite du stehst. Aber deine Hilfe war für uns von unschätzbarem Wert. Wie aufrichtig von dir. Wirklich denn so verschlagen auf dich? Verzeih. Bitte pass auf dich auf. Danke. Werde ich tun. Meldet euch einfach, wenn ihr nochmal meine Dienste braucht. Ach, übrigens hat der Kanzler verlangt, dass ich euch hier höchstpersönlich rausbringe. Wenn ihr fertig seid, geht's mit meinem Luftschiff raus. Ein Glück, ist alles glatt gegangen. Noct, ich habe eine Nachricht von Sydney. Was sagt sie? Sie sagt, wir sollen nach Lestalum gehen. Im Kraftwerk arbeitet eine Freundin von ihr, die das Methylerz für uns raffinieren kann. Erst dann können wir es für die Reparatur vom Boot verwenden? Sobald wir uns ausgeruht haben, sollten wir schnellstens nach Lestalum gehen. Bereiten wir uns gut vor. Ich glaube, hier kommen wir sobald nicht mehr her. Willst du nicht noch schnell deine Angel auswerfen? Na, guck mal, da ist auch das Schiff. Ja, nimmst du mich mit? Das wäre nicht schlecht. Ihr wollt nach Lestalum? Kein Problem, ein Katzensprung. Danke. So, seid ihr startklar? Ja, Ehrenfrau. Ja. Dankeschön. Wir können. Okay, schnallt euch an. Wow, seht nur. Ein rotes Luftschiff? Digga, hat sich selbst angemalt, oder was? Kapitel 8. Neuer Ufer. Mit der Unterstützung des imperialen Kommandeur Areneara gelingt es der Gruppe Mephil zu beschaffen. Bevor das Mineral für die Reparatur verwendet werden kann, muss es allerdings erst raffiniert werden. Sydney bittet Noctis, das Mephil zu ihrer Freundin Holly in Lestalum zu bringen. Aufwachen, Hoheit. Wir sind da. Im Kraftwerk scheint irgendwas los zu sein. Aber ich werde für die Arbeit da nicht bezahlt. Darum werden die Leute hier wohl auf euch bauen müssen. Ja. Geht klar. Passt gut auf euch auf. Danke nochmal. Hm.
entschnockt. Das sieht echt toll aus. Willst du tauschen? Wir haben leider nur einen Anzug. Und von uns dreien bist du der stärkste Einzelkämpfer. Also stell dich gefälligst nicht so an. Gut. Dann beseitigen wir mal die Ungeheuer. 1-2 Test. Kannst du mich hören? Laut Tausend und deutlich. Dank, dass du dich um die Siecher kümmerst. Das Mithril ist in der Zwischenzeit bei mir in den besten Händen. Es ist übrigens schon ein Jäger im Kraftwerk. Aber für einen allein sind das einfach zu viele. Also hilf ihm bitte, okay? Und leider noch eine schlechte Nachricht für dich. Die Siecher machen sich am Generator zu schaffen. Da drin könnte alles in die Luft fliegen. Also beeil dich. Okay, geht klar. Tja, die übertreibt komplett. Oh, Verstärkung? Hä? Ja. Die Viecher hier haben es ganz schön in sich. Gibt's ja gar nicht. Als Jäger brauche ich dir das wohl nicht zu sagen. Aber sieh dich vor. Bleib dicht hinter mir. Komm. Gladio? Das... Come on, das kann nur Gladio sein. Digga, ja, Spiel. Mach daraus doch jetzt keine Show. Och, Mann. Naja. Was soll man machen? Da sind welche. Lass keine entkommen. Okay. Die Kobolde. Hey, interessante Art zu kämpfen, Kollege. Beinahe königlich. Nicht wahr? Kämpfst auch ganz passabel. Hast du etwa trainiert? Haha, diese Ironie. Kann jemand? An alle Jäger! Operation abrechnen, Hexler! Der Generator ist in! Gleich kracht's bei euch! Keine Sorge. Ich bin schon. Und was ist mit dir? Ich komm mit. Wird ein Kinderspiel. Wer von uns mehr erwischt, gewinnt. Es ist schön, dass wir ihn wiedersehen. Was zeigt ihr jetzt? Ah, das schaffen wir locker. Jäger, übernimm das mal. Aua, aua. Ja, noch mehr. Ey, dieser Jäger, der ist ja übelst stark. Ich frage mich nur, wie er das alles so schafft. Waren das alle? Denke schon. Mensch, Gladio, bist ja doch ganz nützlich. War ich schon immer. Wirst wieder gebucht. Mit Vergnügen. Und jetzt ab dafür. Ach man, wieso hat jetzt das Spiel so ein Drama draus gemacht? Gute Arbeit, Junge. Du hast dir das Mithril verdient. Warst genauso eine große Hilfe wie der Profijäger hier. Jo. Gladio! Also warst du der andere Jäger, Gladio. Perfekt kombiniert, Kommissar. Habt ihr mich vermisst? Warte mal. Ist das eine neue Narbe? Macht was her, oder? Hebt mit Sicherheit unser Image. Nacht, Gladi! Was für ein Zufall! Iris! Danke fürs Bringen, Dustin. Das wurde aber auch Zeit, dass du zurückkommst. Hast ja wirklich allerhand gut zu machen. Das hat er gerade schon getan. Hat er das? Dann habt ihr also das Mithril? Sid hat schon rumgemosert. Ich bring's ihm am besten gleich. Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Schaut rein, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Ja, wenn ich dafür nicht bezahlen muss. Der wird so eine Scheiße. Ja, Gladio ist wieder am Start. Gut, das war auch eigentlich zu erwarten. Alright, ich will eigentlich direkt zu Callum.
oder Kalm oder wie auch immer das ausgesprochen wird, damit wir endlich und bitte läuft da nicht wieder irgendwas schief, nach Altissia fahren können. Kann ich nicht irgendwie eine Schnellreise machen? Ah ja, kann ich. Hoffentlich kocht Iris uns was Leckeres. Meine Kochkünste sind dir wohl nicht gut genug. Nein, so war das nicht gemeint. Aber Iris kocht mit Liebe. Gut, ich koche bestimmt in der nächsten Folge genauso gut, aber diesmal beim Kämpfen. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.